Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir sind aktuell in Kakariko und wir sind erwachsen. Dank eurer Hilfe bin ich mal zur Zitadelle der Zeit gegangen und habe da einfach mal unser Liedchen getrellert und die Türen haben sich geöffnet. Ja, ich dachte tatsächlich, wir brauchen bestimmte Bedingungen, die da erfüllt sein müssen, wie zum Beispiel, dass wir die drei heiligen Steine haben oder halt die Ocarina of Time. Aber nein, wir haben einfach das Liedchen getrellert. Das hat scheinbar schon gereicht. Hier kriegen wir leider nur 20 Rubine hinterhergeschmissen. Schade. In die Windmühle können wir auch nochmal einen kleinen Check machen. Wir können ganz viele Checks gar machen aktuell. Da oben sind immer noch 100 Rubine. Ah ja, sind nicht so wichtig. Aber hier können wir auf jeden Fall mal nicht abschießen, sondern... Okay. Normalerweise hier hätten wir das Lied gelernt. Leider auch nichts dabei gewesen. Wir haben gerade so viele Möglichkeiten, die wir machen können. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Theoretisch können wir sogar jetzt in den Dekubaum gehen. Das müsste möglich sein. Zur Hexe können wir auch mal gehen. Weiß noch nicht, ob ich das jetzt schaffe. Ich gehe mal kurz auf den Friedhof, weil da haben wir auch einen neuen Eingang. So viele Möglichkeiten, ganz ehrlich. Sind so viele Sachen jetzt dazugekommen. Also, ja, da habe ich halt überhaupt nicht dran gedacht, dass es möglich ist. Hier kann ich jetzt auch einfach rein. Da muss ich auch nicht warten. Ach, hier ist jetzt auch ein anderer Laden. Nee. Ah, die Musik ist so cool. I love it. Boah, 260 Rubine. Aber das müsste man eigentlich mal leer machen. 460. Oh, das tut weh. Okay, dafür bräuchte ich schon Geld eigentlich. Ja. Okay, wir gucken mal kurz, was hier in Grab Nummer 1 drin ist, wo normalerweise Boris drin steckt. Einfach so aus Interesse. Mal gucken. Eine Feenquelle. Ich liebe Feenquellen. Okay, Leute. Schön, schön hier, der Umhang verbirgt schön alles. Jetzt gebt ihr schön den Guess ab, was heute drin sein wird. Okay, wir gucken mal. Ich sehe das Herzteil-Upgrade. Ich sehe ein Herzteil. Ansonsten Tokens. Aber das Herzteil-Upgrade, das nehme ich auf jeden Fall mit. Golden Token. Dann das Heldenschild aus Majora's Mask. Heroes Schild. Piece of Heart, Ocarina of Time. Golden Scutula Token. Defense Upgrade. Yo, das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir sterben zumindest hier nicht mehr. Okay, und den Rest kann ich eigentlich liegen lassen. Eigentlich. Ja, komm. Wir nehmen alles mit. Schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Würde ich sagen. Das Defense Upgrade, kann ich das hier irgendwo markieren? Ich glaube nicht, ne? Ich sehe zumindest gerade keinen Punkt dafür. Das ist ja Hero Schild. Nee. Das ist schon das Hero Schild, was wir haben. Okay. Sehr schön. Das hat sich doch gelohnt, auf jeden Fall. Ansonsten ist hier erstmal weiter nichts los. Theoretisch könnten wir hier nochmal Nacht machen. Ich denke, die ein oder andere Skulltee müsste hier noch rumkraxeln. Oben auf dem Dach. Die Frage ist nur, kommen wir da jetzt hin mit dem normalen Shot? Und kommen wir auch darüber mit dem normalen Shot? Es gibt so viele Möglichkeiten, Leute. Aber Dekubaum klingt für mich auch nach einer coolen Idee. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Aber theoretisch kann ich mal... Jo. Das funktioniert. Wir haben ja auch andere Hütten, Häuser, die wir jetzt betreten können. Ah, guckt mal. Da ist die Landurkunde. Das heißt, wir können jetzt in Majora's Mask endlich die Ocarina bekommen. Ja. Das ist was Geiles. Okay, ansonsten hat er ja gar nichts weiter. Guck mal, der ist for free. Aber ich habe keinen Bogen. Ansonsten ist hier nichts, was sich lohnt. Aber schöne Musik. Schöne Musik, muss man sagen.
Aber naja, das war halt sehr, sehr entscheidend. Also damit kann ich mir jetzt die Ocarina endlich holen. Ich hoffe halt, dass es die von Majora's Mask ist. Es könnte halt auch sein, dass es die von Ocarina of Time ist, ne? Das könnte halt auch sein. War hier noch was? Warte mal. Ich gucke mal ganz kurz für meine Gedanken hier rein. Okay, da war nur ein Minus-Rubin. Ansonsten nicht viel los. Boah, gute Runde. Startet schon mal sehr, sehr nice. Und die Ideen hören ja gar nicht mehr auf. Ich hatte ja jetzt schon eine Liste gemacht über Majora's Mask, was wir noch alles machen können. Aber dass wir uns jetzt hier erwachsen machen können, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Guck mal, das geht gleich richtig nice weiter. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das hier ist das, was mich am meisten interessiert. Ah, scheiße. Also hierfür, warte mal, hier haben wir einen Silberrubin. Für Majora's Mask, ja, gut. Ja, das lohnt sich doch auch hier. 20 Rubine ausgeben, damit du 20 Rubine in Majora's Mask hast. Super geil. Ja, also das hier nehme ich auf jeden Fall mit. Weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich denke, das ist so das nützlichste Item hier in der, im Shop. Kann ich auch gar nicht markieren wieder. Ah doch, das ist Erweiterung hiervon, genau. Gut, ich brauche Geld tatsächlich, ne? Ich brauche Geld. Also hier muss ich mir merken auf jeden Fall, dass es noch ordentlich was zum Shoppen gibt. Und ich habe hier in der Hütte habe ich ein bisschen Schiss. Ihr erinnert euch da vielleicht an ein bestimmtes Spiel, wo da bestimmte Dinge abgestürzt sind. Deswegen, ich habe mal einen Savepoint gemacht. Oh, cool. Es geht richtig nice weiter. Also ja, boah, wie viele Shops wir hier haben. Also hier muss ich auf jeden Fall nochmal zum Shoppen herkommen. Aber die Gerudo Trainingscard, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Da lassen wir uns nicht lumpen. Hab ich die hier auch nicht? Zählt das doch hier. Gerudo Training Card. Ja, damit sind wir ja wieder. Haben wir ja wieder tausende Möglichkeiten, was wir jetzt alles machen können. Ganz ehrlich. Geld haben wir keins mehr, aber tausend Möglichkeiten, was wir als nächstes tun können. Finde ich gut. Ich würde mal kurz Nacht machen. Vor allem, wie sie jetzt die Ocarina hält, ne? Ist ja auch geil. Okay, können wir uns denn irgendwie auf das Dach da ziehen? Ach, in die Hütte müssen wir auch noch rein, by the way. Aber ich glaube, da müssen wir am Tage rein, oder? Ja. Schade. Habe ich jetzt aber auch gar nicht dran gedacht. So, komme ich denn? Ich komme da, glaube ich, gar nicht. Doch, von der Seite. Warte mal. Von der Seite müsste es tatsächlich funktionieren. Wir haben auch immer noch nicht das Skulltula-Haus gefunden, oder? Ich glaube nicht. Das ist die Frage, komme ich denn von der Seite da hoch? Ja. Oder? Ja. Da kann ich mir nämlich hier noch die Skulltula holen. Und die hatten nämlich einen schönen Schlüssel für Bottom of the Well. Das ist doch schön. Das gefällt mir doch. Aber da gehe ich eh erst wieder rein, wenn ich den das Wiegenlied von Zelda habe. Haben wir jetzt eigentlich alle Skulltis hier? In Kakariko? Nee, haben wir noch nicht. Aber das ist ja auch, weil die so ganz komisch gerandomized sind, ne? Ja? Ja, ich glaube, das kann man hier nicht so zählen. Ich das gerne zählen würde. Oder wo gibt es noch eine Skulti? Habt ihr hier noch ein Guess, wo es eine Skulti gibt, Leute? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Weil mir fällt es gerade nicht ein. Okay. Dann einmal bitte wieder Tag machen. Also das fängt ja sowas von gut an, diese Folge. Wir haben noch so viele Items, die wir uns im Shop kaufen können. Also ich bräuchte theoretisch volle 999 Rubinen, damit ich hier einmal alles wegshoppen kann. Das wäre ja bombastisch. Aber die wichtigsten Items haben wir uns gekauft. Das ist schon mal viel wert, finde ich. Was haben wir denn hier drin? Oh, da ist es, das Skulltula-Haus, alles klar. So, da können wir doch schon mal ein paar Sachen mitnehmen.
Wundervoll. Wundervoll. Naja. Geil, ich glaube, das war's schon, ne? Ansonsten fehlen mir, glaube ich, noch 2-3 Stück. Gut, aber dann wissen wir schon mal, das Goodie House ist als Erwachsener das Ding hier. Die Bogenschieß-Area quasi. Gut, Leute. Ich hätte gesagt, 10 Minuten sind rum vom Part. Ich hätte gesagt, wir gehen mal... wollen wir auf den Todesberg gehen? Da können wir halt ein bisschen was machen. Da gibt es auch wieder Skulltees. Wir können einen Song lernen. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen was machen. Wir können auch den Goronen stoppen. Oh, Krabbelminen. Nice. Bam, bam, bam. Okay. Weiter geht's. Also jetzt fehlen mir echt die Hasenohren. Die fehlen mir richtig. Ja, da könnte man theoretisch auch rein und alles abschließen. Wollen wir das machen? Dann ist halt die Höhle komplett. Ich glaube, ich mache das mal eben. Skies of Arcadia. Schönes Lied. Fällt mir für diese Höhle auch. Also für den Dungeon. Ich muss mal kurz überlegen, wo müssen wir hin? Ich glaube, beide Wege sind richtig. Ich glaube, wir müssen jeweils den einen und jeweils einmal den anderen Weg gehen. Um die zwei Skulltees zu holen. Ihr hattet mir ja schon gesagt, ich könne hier wohl auch die Skulltee schon vorher holen. Auch wenn ich diesen Kommentar noch nicht so lange weiß. Und ich gucke mal, ob ich jetzt auch vielleicht die Vogelscheuche einfach schon heraufbeschwören kann. Das ist halt was, das weiß ich noch nicht, ob das jetzt einfach so funktioniert. Das müssen wir mal gucken. Normalerweise kann man das einstellen, dass das dann automatisch als Erwachsener funktioniert. Ich glaube, es geht nämlich nicht. Oder macht man das gar nicht als... macht man das gar nicht mit der Vogelscheuche? Also er hat gesagt, ich soll einfach mal hier rein und wieder rausgehen. Na toll, muss ich aber trotzdem erst... Ich hasse Feuerfledermäuse. Zack. Ich hasse sie. Tschüss. Ja, das war dumm. Düm, 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 düm. So. Und dann einfach wieder rausgehen. Habt ihr gesagt. Jetzt ist die Treppe wohl wieder oben. Ja, nee, funktioniert nicht. Tut mir leid. Also die Skulltee kann ich mir wohl aktuell nicht holen. Aber ich hätte auch gedacht, ich kann da mit der Vogelscheuche hoch. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Da brauche ich tatsächlich den Longshot, oder? Also ich weiß, die hatte sowieso nur Käse dabei, die Skulltee, weil wir hatten die schon mal abgeschossen. Aber ich hätte es jetzt gerne beendet, sag ich mal, komplettiert. Das heißt, wir müssen da später sowieso nochmal rein. Aber die andere Skulltee können wir nochmal versuchen, weil da brauchen wir auf jeden Fall die Vogelscheuche. Und ansonsten hätte ich gesagt, gehen wir dann mal kurz zu den Goronen hoch. Beziehungsweise auf den Todesberg. Aber wir können halt beides machen. Ich glaube, Goronen ist besser. Und dann über den Todesberg vielleicht zurück, weil da gibt es auch noch Skulltees zu holen. Jo, da gibt es einiges zu machen. Hammer ist auch so effektiv gegen diese Viecher, ne? Ist unfassbar. Okay, gucken wir mal. Hier das Herz nehme ich mal immer mit. Und das funktioniert jetzt, jo. Für die andere Skulltee brauche ich halt den Longshot. Leider. So, was haben wir denn da? Ah, auch nur ein Rubin. Das ist traurig. Schade.
Ja, das ist halt so ein bisschen, ne? Dafür machst du dann solche Umwege und wirst halt mit einem Rubin belohnt. Und ich glaube, die andere School, die gab auch nur einen Rubin oder irgendwie sowas. Nichts, was ich jetzt super krass brauche. Schade eigentlich. Okay. Ja, wir könnten jetzt theoretisch oben rum, aber ich glaube, ich mache das auf dem Rückweg. Und ist es schlau, jetzt hier Nacht zu machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann fange ich wieder unten an, oder? Ah, nee. Oder? Warte mal. Hier vergeht auch die Zeit automatisch, ne? Ja. Gut. Dann ist das alles nicht so schlimm. Aber ich hole mir jetzt hier erstmal die Skulti. In Goronia hole ich mir eine Skulti. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Herztoll. Ja, das ist doch was Feines. Majora's Mask. Perfekt. Das macht man doch gerne. So, warte mal. Ich muss noch 1, 2 Skultis nachtragen, die ich geholt habe. Ja, ne? 1, 2. Ne, 3 sogar. So, und da sind wir wieder in SimCity. Und hier haben wir auch eine Skulti. Mit einem Schlüssel für den Feuertempel. Auch was Nettes. So, jetzt ist meine Frage. Ich glaube, da... Oh Gott. Ich glaube, da können wir auch noch was machen. Ich glaube, wir haben nämlich eine Seite haben wir fertig gemacht. Die andere konnten wir nicht, weil uns da, glaube ich, irgendwas gefehlt hat. I don't know. Vielleicht irre ich mich aber auch. Oder hatten wir beide Seiten? Wir hatten beide Seiten fertig, tatsächlich. Und Skulti hat man auch mitgenommen, demnach, oder? Okay, gut. Dann denke ich, dass das doch fertig ist. Was können wir noch machen? Wir stoppen jetzt den Goron unten erstmal. Shit. Den kleinen Schlingel. Bekomme ich normalerweise besser hin. Manchmal brauche ich aber auch Jahre. Also ganz ehrlich, das war doch eigentlich ein Treffer, oder? Findet ihr nicht? Das war ja sowas von ein Treffer. Okay. So, jetzt müssen wir mit dem labern. Oh, nur einmal labern. Schattentempel. Lup, zack. Nein, nur einer. Zack. Okay. Alle Türen öffnen sich. So. Noch irgendwas? Nö. Ja, Leute, der Part ist auch gleich wieder oben. Leider. Es ging schon wieder ganz schnell. Was war denn hier drinne? Ja, die nützen uns halt alle auch noch nichts. Das ist so schlimm, ne? Dass die halt komplett außen vor sind. Wir haben die, glaube ich, schon alle gefunden, diese Feenquellen. Aber können halt aktuell nicht viel mit denen anstellen. Bisschen traurig. So, Feuertempel ist auch so ein Ding. Da könnte ich mir auch vorstellen, den könnten wir fast schon mal angehen. Bald. So, wir werfen nochmal einen kurzen Blick in den Todeskrater. Schauen wir mal, was wir hier so machen können. Ich meine, einerseits können wir hier mal kurz rein. Das machen wir auch dicht hier. Das ist quasi so eine Art Shortcut.
Und dann gucken wir mal. Das ist der Kukiri-Shop und er hat Lichtpfeile. 30 Rubine. Und den Big Wyver. Okay. 90 Rubine, das geht auch mal. Okay, wir haben, glaube ich, mittlerweile fast alle Shops gefunden, ne? Also eigentlich den Lichtbogen nehmen wir mit. Ja, den Lichtpfeil. Zack, Alter. So, hier hinten die 5 Rubine nicht vergessen. Boah, ja, viele Shops. Viele Shops haben wir jetzt gefunden in dieser Folge. Ich hoffe, dass Kitsune mir da wieder ein paar Zeitstamps setzt mit Informationen, was hier alles zu finden ist. War hier auch noch was drunter? Ich glaube ja, ne? Jo. Gehen wir auch nochmal schnell reingucken und dann ist der Part aber auch zu Ende. Zombies! Juhu! Wir lieben Zombies! Yay! Badam! Danke für nix. So. Und wir kriegen noch eine Schatzkiste. Ich glaube, das ist ein Indiz dafür, dass da ein Skulltula-Symbol drin ist, oder? Wenn das so eine Spinnenkiste ist. Wir gucken mal. Ja, ist es. Nummer 28. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich bedanke mich. Wir sehen uns das nächste Mal wieder im Todeskrater. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Es gibt viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.